Vincent Griechmann. Einziger Abfahrtsieger in dieser Saison nebst Hilde. Hilde gewann viermal, Griechmeier zweimal. Ein Abschnitt rein, den er ja sehr gerne hat. Ja, einen schönen Zug hat, dann zieht ihn der Ski schön durch. Das war gut. Ausfahrt auch. Schon mal die Höchlinie. Er war sogar am Tor dran gewesen. Das sieht auch gut aussehen. Geschwindigkeit. Wow, gut. Vorsprung. Sehr gross. Ein Podest hat Griechmeier bisher in Kitzbühel. Zweiter 2020. Teil eines österreichischen Doppelsieges. Es gewann damals Matthias Mayr, der mittlerweile zurückgetreten ist. Und fast der gesamte Vorsprung ist über den Gleiterabschnitt verloren gegangen. Durchziehen. Er ist ein bisschen weiter raus als der Nils. Es geht wieder um uns. Das ist eigentlich gar nicht. Ein bisschen wie im Warm. Das erste Mal sehr ruhig. Nicht funktioniert es. Starke Fahrt. Gestern hat er dann hier am Oberhausberg ein bisschen die Linie verloren, in den ausgerutschten Schnee geraten. Er wird seine Lehren gezogen haben. Ja, da ist die Position gegangen. Gut, das ist 88,2. Da ist der Film mit über den Hausberg. Voll auf Zug. Linie. Dann drückt es ein bisschen mehr, aber bringt sich der Tacho ja, ganz unten, aber es ist schnell. Eben war es noch ein Kampf um Hundertstel. Tempo, ja, das ist nicht so hoch wie bei Hintermann, aber die Reserve schnell. War groß. Es sind am Ende 31 Hundertstel und es ist die Führung für Griechmeier.